Thron war heute am erfolgreichsten und zwar heute Morgen schon mit 107,64% Wachstum und das erhöhte sich heute Nachmittag sogar noch auf 137,05%. Auf dem zweiten Platz waren die Experience Points mit plus 69,40% und auf dem dritten Platz Funfair mit 61,80% und damit willkommen zu den Krypto-News. Der Gesamtmarkt der Kryptowährung erreichte heute einen neuen Höchstwert mit 769 Milliarden Dollar und dann hatte er schon am frühen Vormittag. Wir sind gestern mit 721 Milliarden Dollar rausgegangen am Abend. Heute Morgen mit, wie gesagt, 769 Milliarden Dollar wieder eingestiegen. Dann ging es ein bisschen runter auf 759, aber dann schon wieder rauf auf 765 Milliarden Dollar. Und das ist für die Verhältnisse in den letzten 10 Tagen ein sehr stabiler neuer Höchstwert. Da vermute ich mal nicht, dass sich da in nächster Zeit was verändert, weil es jetzt auch ein gemischtes Wachstum ist. Also wir haben nicht nur durch die Bank grüne fette Zahlen, sondern haben auch täglich jetzt immer wieder ganz gute zweistellige Minuszahlen. Das heißt also, der Markt kuriert sich scheinbar im Moment automatisch nebenbei. Dieses Wunder in Anführungszeichen dürfte aber nur noch bis kommenden Montag anhalten, dann könnten eventuell die hohen Schwingungen nach oben und nach unten wieder einsetzen. Der Marktanteil des Bitcoins ging runter auf 32,7% und da ist noch kein Boden erreicht. Er steht im Moment bei 14.905 Dollar. Ripple hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von 141 Milliarden Dollar. Das ist nur noch ein Abstand von guten 100 Milliarden. Auch das Wachstum von Ripple war heute wieder enorm, also es war ganz ordentlich mit 24,96%. Aber so langsam vermuten auch andere einen Anschlag der Banker, welche hinter Ripple stehen, auf den Bitcoin. Da bin ich also mit meiner Meinung längst nicht mehr alleine. Ansonsten hat Ethereum in den Top 10 noch ganz gut zugelegt mit plus 15,76% und auch NEM mit 19,17%. Aber wie bereits erwähnt, absoluter Wachstumssieger war heute Tron mit 137,05%. Heute Vormittag waren sie noch auf dem 10. Platz, jetzt schon auf Platz 9 und haben eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden. Also das ist schon ganz ordentlich. EOS legte mit 24,12% zu. Verge mit plus 24,63% und SayaCoin mit 29,18%. SayaCoin ist inzwischen längst im Club der Milliardäre drin, was die Marktkapitalisierung anbelangt. Dieser Club geht jetzt schon bis Platz 37 mit H-Share, die gut drin sind. Und WeChain wird wahrscheinlich morgen auch in den legendären Milliardärsclub der Kryptowährung eintreten. Aber bei diesen Wachstumsraten von Digibyte heute mit 56,18% werden die vermutlich auch nicht mehr allzu lange warten müssen. Das kann dann sein, dass Golem dann an der Türe sitzt Ende der Woche und anklopft, dass sie auch nächste Woche Einlass finden in diesen Club. Die Experience Points, das ist schon
Wahnsinn, die sind schon auf Platz 44, haben heute ein Wachstum von 69,40% und da handelt es sich auch nur noch um Wochen, bis die im Milliardärsclub drin sind und vor Weihnachten waren sie noch nicht mal in den Top 100, da kannte man sie noch gar nicht so richtig. Funfair wuchs heute um 61,80%. Power Ledger dann schon hier um magere 21,55%. Redcoin mit 28,92% im Plus. Dent ist auch eine Wahnsinnsgeschichte der letzten Tage. Heute mit plus 53,10%. Dieser Token kostete vor Weihnachten noch weniger als 1 Cent, jetzt schon über 4 Cent. Das heißt also innerhalb von, na, sind wir mal großzügig, innerhalb von 10 Tagen eine Vervierfachung. Da freut sich jedes Portfolio. Elf ist auch relativ neu in den Top 100, auch schon auf Platz 70 und wächst heute mit 43,49%. Economy mit plus 35,26%, BitPay mit 20,87% und Chainlink mit 51,33%. Auch Poet ist noch relativ jung in den Top 100, wächst heute aber auch schon wieder mit einem hohen, sehr hohen Prozentsatz, heute mit 59,71%. Reden Network noch mit knapp 20%, mit 19,95. Triggers mit 30,47% im Plus. Und neu in den Top 100 ist Engine Coin mit 60,19%. Und die schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Engine ist also auch im Gaming-Markt unterwegs. Das sind inzwischen doch sehr viele. Und deshalb ist dieser Markt mit Sicherheit inzwischen schon überbesetzt. Aber was soll's? Das ist freie Marktwirtschaft. Jeder soll sein Glück probieren und der Beste gewinnt am Schluss. Wie wird es weitergehen mit den Kryptowährungen nach dem heutigen neuen Höchstwert von 769 Milliarden Dollar? Das heißt also, die Schranke der 750 Milliarden, die ist nun inzwischen überschritten, schneller als ich das noch gedacht habe. Doch wie lange es noch dauert, bis die erste Billion beisammen ist, das wage ich im Moment noch nicht zu spekulieren. Möglich ist es natürlich in diesem Monat. Bei dem derzeitigen kräftigen Wachstum wäre das überhaupt kein Problem. Aber nach solchen Wachstumsphasen kam es auch immer wieder zu heftigen Rückschlägen. Und da gibt es hundertprozentig einen in diesem Monat. Und der wird nicht von schlechten Eltern sein. Insofern bleibt es zum Glück weiterhin spannend, ansonsten wäre es ja langweilig. Und damit bis zum nächsten Video von morgen.